Davide, buonasera. Hallo? Hallo? Bin ich aber ein Italiener? Ja, richtig. Ich habe mal eine Frage wegen eurem Essen. Okay. Ihr habt ja auch Nudeln, stimmt's? Sicher, da gibt es viele verschiedene. Eben. Und Spaghetti, Bispenne, Maccheroni, Tagliatelle, Bigodi, Tortellini. Und stimmt das, dass ihr das auch Pasta nennt? Ja, Pasta ist das gleiche wie Nudeln. Und sind die gut für die Zähne? Pasta... ist nicht schlecht für die Zähne, ja. Die kann man gut teilen. Bei uns in der Schule, die Lehrerin hat gesagt, dass zu viel Nudeln sind nicht gesund. Aber nicht für die Zähne. Weil mir schmecken Nudeln total gut. Du darfst gerne so viel Nudeln essen, wie du willst. Weil, da habe ich mir nämlich überlegt, weil wir in der Schule jetzt einen Aufsatz drüber schreiben. Okay. Ich suche jetzt noch jemanden, mit dem ich eine neue Erfindung auf den Markt bringe. Aha, okay, das ist interessant. Was für eine Erfindung? Eine Nudel, die gut ist für die Zähne. Okay. Zahnpasta. Eine Nudel mit Zahnpasta, und wie schmeckt die denn? Na, Pfefferminze. Pfefferminze ist gut, ja, ja, das könnten wir machen. Wenn Nudeln eh Pasta heißt, ja, kann man auch eine Zahnpasta draus machen. Du bist ja aber pfiffig. Ich weiß. Ja. Der Opa sagt immer, ich bin ein PVC. Was ist das denn? Ein besonders pfiffiges Kerlchen. Ja, da hat er recht. Dann hätte ich ganz gerne 4 Tische bestellt. 4 Tische? Wow. Kannst du die abholen oder soll man sie zu dir nach Hause bringen? Die Tische? Ja. Nee, wir kommen vorbei. Ah, ihr kommt vorbei und holt die Tische ab, oder wie? Wir wollen bei euch essen. Auf 4 Tische? Ja, wir sind so viel. Wie viele seid ihr? Na, beim Radio hier arbeiten eine ganze Menge. Oh ja, das ist, das ist richtig.